Wir sind hier am Kunstforum 99 und wir sind sehr froh darüber, dass wir die beiden Künstler aus dem Iran, nämlich Asef Ebrahimi und Majid Aslami, als Gäste, als Künstler begrüßen zu können. Das Kunstforum ist besonders glücklich, diese Gäste jetzt hier zu einer besonderen Aktion auch mitnehmen zu können, denn wir gehen jetzt in die Rheinbacher City zu einem besonderen Projekt, nämlich Kunst in der City, und wir fahren jetzt dort zum Café Zuckerstück. Eine halbe Stunde vor Beginn der Aktion war es noch regnerisch und windig. Und das war eigentlich nicht so gut für den computergesteuerten Roboter, der als Hingucker die Kunstaktion begleiten sollte. Aber pünktlich um 15 Uhr hatte der Wettergott dann doch ein Einsehen und es konnte losgehen. Der Roboter tat seinen Dienst und Organisator Knut Reinhardt erklärte den eingetroffenen Presseleuten, um was es geht. Und wir haben jetzt hier drei ganz verschiedene Arten von Kunst. Ja. Einmal einen KI-gestützten Roboter. Ich habe das Foto gemacht aus hier. Dieses KI-gestützte Programm hat den Auftrag gekriegt, zeichne dieses Haus in dem Stil, also Fachwerkstil. Ja. Und das, was der Computer, das Programm im Grunde genommen, ja, natürlich mit intensiven Zugriffen auf Internet und auf alle möglichen vorherigen Fachwerkzeichnungen ist. Und dann macht der Computer nachher, das ist sowas. Die andere Schiene, wir haben gerade Gäste im Kunstforum, nämlich aus dem Iran. Ja. Das sind dort jedenfalls recht bekannte Künstler, die sowohl fantastische Zeichner sind, wie auch Painter. Das heißt, also mit Öl und Acrylfarbe dann auf Leinwand zeichnen können. Die dritte Schiene ist die Zusammenarbeit mit den Urban Sketchers, also die Stadt. Zeichnen. Ja. Das ist also eine Gruppe, eine größere Gruppe in Bonn, die aber eine Verbindung jetzt hier nach Rheinbach bekommen hat. Wir sind in sehr freundschaftlicher Beziehung zueinander, haben auch schon eine Ausstellung gehabt. Ja. Und die sehen Sie jetzt hier, die stehen jetzt da, die sitzen hier, die gehen immer irgendwo rum. Aber auch Mitglieder des Kunstforums 99 hatten Spaß bei dieser Aktion. Das ist nicht so einfach. Super. Ist so klasse. So ein Äpfchen. Ne? Nee, aber das ist schon klasse. Viel Aufmerksamkeit bekamen auch unsere iranischen Gäste. Majid Aslami begeisterte mit seinen Farbkompositionen, wobei großflächige Formen gepaart mit Lehrplätzen viel Raum für Interpretationen lassen. Zumal das Werk hier dann zum Schluss noch mit collagenartigen Zutaten und feingliedrigen Zeichnungen verfeinert wurde. Obwohl Asef Ebrahimi, der andere iranische Künstler, meist mit abstrakten Kompositionen unterwegs ist, zeigt er hier diesmal sein Können in gegenständlicher Malerei. Und dazu hat er sich die Stimmung um die Kirche St. Martin herum als Motiv herausgesucht. Thank you.
Es ist Tradition bei den Urban Sketchers, sich anschließend im Café zu treffen und die mehr oder weniger gelungenen Kunstwerke zu präsentieren. Das wurde auch bei dieser Kunstaktion übernommen und so saß man nun gemütlich bei Kaffee und Kuchen im Café Zuckerstück zusammen. Knut kam dann auf die Idee, Majid Aslami um eine besondere Darbietung zu bitten. Denn Majid hatte uns schon damals bei unserem Besuch in Shiraz mit einer Gesangseinlage überrascht. Von kundiger Seite im Iran wurde uns erklärt, dass Majid besonders gekonnt die verschiedenen regionalen und stilistischen Unterschiede wiedergeben kann. Jetzt wird Herr Majid Aslami ein Gesang von Hafez für uns singen. Es wird in einem iranischen Stil, heißt Bayat Isfahan, singen und wir werden zusammen alles zuhören. Ich möchte mich für die Kooperation ganz herzlich bedanken. Wir haben ja auch schon eine kleine Geschichte miteinander. Wir haben ja schon eine wunderschöne Ausstellung, wo wir also alle sehr gerne jedenfalls dann uns erinnern. Es ist toll, jedenfalls so unkompliziert mit euch Künstlern auch zusammenzuarbeiten. Dafür möchte ich mich bedanken. Ja, ciao.